Im Sport gibt es in der Jugendarbeit viele Probleme. Im Fußball zum Beispiel sind das ehrenamtliche Trainer, Ausrüstung für die jungen Kicker und nicht zuletzt finanzielle Mittel. Wenn die Jugend zu Spielen fährt, muss ja schließlich jemand für Fahrtkosten, Unterbringung, Verpflegung und dergleichen aufkommen. Das bleibt letztlich an den Eltern hängen. Pech nur für diejenigen, die zwar Spaß am Sport, aber nicht die Mittel haben. Schön wäre es, wenn hier die Vereine helfen könnten, doch die können das in der Regel auch nicht. Klaus Reiter gründete aus den genannten Gründen die Sportjugendförderung Wolfenbüttel e.V. Wir wissen, dass jeder Verein, ob Eintracht Braunschweig, VfL Wolfsburg, haben ihren Förderverein im Verein. Sie fördern aber im Regelfall nur und ausschließlich die Sportart, die in dem Verein präsent ist. Du musst etwas erfinden, was überregional ist, wo jeder Verein was von hat und wo auch jede Sportart drin vorkommt. Also wir machen das nicht nur fest am Fußball, sondern Basketball, Handball, egal was. Wir fördern in zwei Bereichen, einmal den materiellen Bereich, das bedeutet Trikot, Fußball und weiter, und einmal den sogenannten ideellen Bereich, bedeutet, wir beteiligen uns an Fahrtkostenzuschüssen und dergleichen mehr. Und das neueste Kind, was wir entwickelt haben, ist, dass wir, wenn ein Verein eine Abschlussfeier macht, zum Beispiel Deutschen Jugendherberge, beteiligen wir uns 20% an den Kosten, die der Jugendliche bezahlen muss. Das ist unser neuestes Kind. Auf einer Veranstaltung der SJF in der Wolfenbüttler Lindenhalle traf ich Dieter Seliger, der mir von diesen Problemen ein Lied singen konnte. Also ich muss sagen, als Kreis selber haben wir auch kaum Mittel. Wir können ja die Sportvereine kaum fördern. Ja. Wenn wir auf solche Leute wie, oder ja, wenn solche Leute wie Klaus auf uns zukommen und sagen, ich habe euch was zu vergeben und den Verein was zu vergeben, ist das sehr positiv. Wir selber als Kreis haben keine Möglichkeiten. Wir haben keine Mittel. Wir haben bei uns im Kreis über 100 Jugendfußball oder Juniorenfußball treibende Vereine. Wir können die gar nicht in dem Maße unterstützen. Wenn ich sehe, was jetzt Klaus hier auf die Reihe kriegt mit 500 Bällen oder 1500 Bällen insgesamt, das ist ein Volumen, rechnen wir nur einen Ball mit 20 Euro, sind wir bei 30.000 Euro. Das ist ein Etat, den wir im Jugend-Juniorinnen-Fußball für wie viele Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre hätten. Also unsere Möglichkeit, die Vereine zu sponsoren, ist an sich über eine Kreismeisterschaft, wenn man sagt, die kriegt dieses Jahr keine Urkunde und kein Pokal, sondern die ersten 6 kriegen einen Ball. Den Etat haben wir. Aber die Vereine sonst zu unterstützen finanziell, das ist überhaupt nicht da. Für mich Grund genug, einmal zu fragen, was die Politik dazu sagt. Mir geht es jetzt um eine Sache. Ich habe gerade mit zwei Jugendtrainern aus Göttingen gesprochen, das ist extra aus Göttingen hier angereist. Und die beklagen sich natürlich darüber, dass sie für die Jugendarbeit so auf Kreisebene ganz, ganz wenig Geld haben. Die haben jetzt gesagt, den Etat, den der Klaus jetzt hier auf die Beine gestellt hat mit den Bällen, das sind rund 30.000 Euro, da müssen die 6 Jahre mit zur Rande kommen. Und wenn die mal eine Kreismeisterschaft machen, sie können dann vielleicht als ersten Preis mal einen Fußball ausgeben. Was kann man da tun? Ich frage Sie jetzt mal als Kreispolitiker, wenn es jetzt auch nicht unbedingt um Göttingen geht, aber was kann man da tun? Ja, gut, ich bin landespolitisch unterwegs, das Land ist auch für Sport zuständig, ich bin Kreispolitiker im Landkreis Wolfenbüttel. Die Satzungen sind natürlich von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich, das ist vollkommen klar. Ich denke, bei uns die Sportförderung im Landkreis Wolfenbüttel, unabhängig wer jetzt hier gerade Mehrheiten hat oder nicht, kann sich sehen lassen. Das, was wir auch als Union ab und an machen, ist sicherlich bald mal wieder dran, sind sogenannte Sportgespräche. Das macht beispielsweise auch hier die Stadt Wolfenbüttel im städtischen Bereich. Das machen wir auch im Kreisbereich, um einfach mal zu horchen und zu ermitteln, Leute, wo ist ein konkreter Bedarf? Manchmal hat man oder oft hat man natürlich einen großen Bedarf, wenn es um bauliche Dinge geht, da wird ordentlich unterstützt. Wenn es aber auch um, sagen wir mal, Sport- und Spielgeräte geht, muss man sich überlegen, ob die Satzungen, die wir haben, noch aktuell sind, ob sie noch zeitgemäß sind. Und darüber ins Gespräch zu kommen, das ist, glaube ich, das Wichtige und das bieten wir an. Können Sie den Göttinger Kollegen einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben? Wie kommen Sie denn an den Kreistag ran? Wie kriegt man da Geld raus für solche Projekte? Wie geht das? Also, ich meine, wir haben ich sage es mal jetzt ganz salopp, in 2 Jahren ist wieder Kommunalwahl schon gewesen. Die sollen ihre Leute auf die Füße treten. Die sollen die Fraktionen im Kreistag, im Stadtrat anschreiben und sagen, wir bitten um ein Gespräch. Wir haben Gesprächsbedarf zu folgenden Punkten. Und dann sollte man das auch mit Medienbegleitung machen. So wie Sie es hier heute auch machen, das ist die beste Werbung auch für diese Aktion.
und dann wird Politik sich bewegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Eine junge Frau, die diese Probleme bereits hinter sich hat, ist Joelle Wedemeyer vom VfL Wolfsburg, die aber diese Probleme auch kennt und daher Veranstaltungen wie diese gern unterstützt. Ja, also ich finde es schon wichtig, solche Sachen zu unterstützen, weil ja, Jugendsport finde ich auch sehr wichtig, also jetzt egal ob Leistungssport oder generell auch in Mannschaften. Und ich denke, dass es auch viel für den Charakter ausmacht, dass man Sport in Teams macht und darum ist sowas hier natürlich super, um das zu fördern. Innerhalb der Veranstaltung wurden natürlich auch wieder viele gut gefüllte Ballnetze unter das Fußballvolk gebracht, um nicht nur mit Worten daherzukommen. Am Ende bleibt mir nur zu sagen, dass die Sportjugendförderung Wolfenbüttel e.V. wieder einmal aus tiefer Überzeugung eine tolle und informative Veranstaltung auf den Weg gebracht hat. Wenn auch Sie im Jugendsport arbeiten, sollten Sie sich die Webadresse www.sportjugend-förderung-wf.de als Lesezeichen in Ihrem Browser einstellen. Unter dem Menüpunkt Vorstand finden Sie dann Folgendes. Ganz oben 1,92 Meter, 130 Kilo, das bin ich.